Unser Haus war ziemlich beschädigt und die Brandmauer war vom Haus weggezogen durch den Sog von zwei Luftminen. Nun waren zunächst einmal auf dem Dach keine Dachziegel mehr droben und die waren in tausend Splittern und Scherben auf der Straße oder im Hof. Und das Zeug, das musste ja mal, die Straße musste ja mal zunächst sauber gemacht werden. Da waren ja nur Trümmer gelegen. Und die Türen waren ja, unsere Wohnungseingangstüre, die war in 20 Teile zerlegt durch den Luftdruck. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Angst erzeugt. Zuerst die Luftdruckwellen von den Sprengbomben und dann hörte man das Prasseln der Phosphorbomben, die vor dem Haus gelegen sind. Und dann erst, die haben dann Gummiflüssigkeit ausgesprüht, die überall in die Balken reingegangen ist und dann sofort Feuer verursacht hat. Und die Stabbrandbomben, es wurden ungefähr zwischen 300.000 und 500.000, habe ich eine Notiz gefunden, Stabbrandbomben auf die Stadt geworfen. Die waren ungefähr so lang. Und ich war mit meinem Vater auf dem Speicher oben und wir haben gelöscht, weil der ganze Dachstuhl zu brennen anfing. Und da war ich bis um 5 Uhr, ich habe mein Tagebuch dabei, da habe ich das notiert gehabt. Bis um 5 Uhr in der Früh waren wir auf dem Dach drum oder am Speicher. Und dann habe ich von 5 Uhr bis um 7 Uhr geschlafen und um 7 Uhr war ich schon wieder drum beim Löschen. Und rundum hat es immer noch gebrannt. Es hat 3 Tage hat die Gegend gebrannt. War kein Feuerwehr da, kein Löschfahrzeug, nichts.